von 2017. Das Handy ist tut mir leid. Ich muss, das ist meine Mutter. Kann ich ganz kurz ran? Ich muss jetzt einfach ganz kurz ran. Es tut mir wirklich leid. Maiko, stai. Ne, nisam nervozna, nemam puno vremena, sam ovdje u Minhenu, pravim intervju. Šta je? Ne mogu da dođem na vikend. Jednostavno, što moram da se naspavam i ti hrčeš celu noć, majko. Ma moram da se naspavam. Nema, nije protiv... Čekaj moment. Sabin me zove, čekaj. Sabin? Halo? Ne, ich bin gerade in München, aber kann ich dir erst später anrufen? Wie meinst du jetzt das? Was, du bist schwanger? Ja, und bald ist's. Oh mein Gott! Hey, ja, gratuliert! Oh mein Gott! Kann ich dir trotzdem auch später anrufen? Du bist erreichbar. Ja, okay. Dann, ja, dann bis später. Tschüss. Maiko, zovem te kasnije, važi. Ljubim, ciao. Es machte Spaß, Linda beim Erzählen zuzuschauen. Jedes ihrer Worte sprach sie mit einer schlafwandlerischen Selbstsicherheit aus, dass ich die ganze Zeit nur neidisch nicken konnte. Wobei ich natürlich versuchte, mein Nicken zustimmend und nicht neidisch aussehen zu lassen. Bei den Gangbang habe ich einmal mitgemacht. War als Erfahrung nicht schlecht, aber nochmal würde ich es auch nicht machen. Mit all diesen Worten ließ sie mich allein in der tiefen Stille der Küche zurück und biss herzhaft in ihr Erdbeercroissant. Nach wie jemand anders. Ich habe einen ganz gewöhnlichen Vornamen. Silvi. Aber alle vergessen ihn immer. Silvi. Sagen Sie mal Silvi. Silvi. Nur so. Silvi. Silvi. Nochmal. Silvi. 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 Ich meine, das muss man sich doch merken können, oder? Silvi, das ist verdammt doch mal nicht schwer zu merken. Scheiße. Außerdem gebe ich mir Mühe. Immer wieder. Ich enthaare mich mit Wachs, die Axt, die Augenbrauen, die Haare auf den Brüsten. Ich meine, hallo, bitte schön. Das muss man erst einmal machen. Los, ich piss euch an. Ah, mach die Mäuler auf.